Oh, hübsch hier. Sieht aus wie im zweiten Teil. Zur riesigen Goldblatteiche. Moment. Schon wieder eine Goldblatteiche? Ein Kristallgitter? Ah, eine Steintafel und irgendein Nupsi. Einer von drei Edelsteinen. Okay, die Edelsteine müssen dann wahrscheinlich in das Kristallgitter. Da sind einige leere Halterungen. Ich muss irgendetwas dort einsetzen. Deine Finger. Ja, Gewächshaus. Und nicht schon wieder diese Symbole. Nein, sie verfolgen mich. Schlüsselloch. In der Uhr ist ein Schlüsselloch. Stecke ich den Stock rein? Nicht. Schade. Gut. Lassen wir die Uhr erstmal Uhr sein. Gehen wir mal zur Goldblatteiche. Das ist ja schon wieder Quagmire. Ist da nicht gerade Quagmire in das Schloss gelaufen? Gigidi. Was? Verdammt, das kann ich so schnell nicht lesen. Na, Weinbergturm. Was für ein seltsames Tor. Überall sind Ranken aus Bronze. Mhm. Und damit mache ich offenbar erstmal nichts, okay. Wir klauen ihm erstmal schön alles aus der Tasche. Ist ja eh versteinert. Wir plündern den erstmal komplett hier, ne? Ob sie... Da ist ja die Faun. Die Ärmste hat er auch versteinert. Hm, ja. Das ist so, ja. Offensichtlich ist es seine Frau. Hat schließlich Hupen. Was haben wir hier? Ah, mehr Teppichstücke, ganz klar. Zerrissenes Buch. Ob sie das hier gelesen hat, als der Basilisk angriff? Nein, nein. Das ist danach in ihrer Hand gewachsen. Leider fehlt inzwischen das halbe Buch. Bedauerlich. Puh. Okay. Haben wir sonst noch was? Ja, wir haben jetzt erstmal einen Schlüssel. Den stecken wir jetzt erstmal in die Uhr und dann passiert bestimmt irgendwas Tolles. Entschlüssele mit Hilfe der Uhr die Antwort für jedes Schloss. Achte auf die Uhrzeiger. Entschlüssele mit Hilfe der Uhr die Antwort für jedes Schloss. Ach. Wait, what? Ach so, Mist. Okay, verstanden. Ah, dammit. So, hier brauchen wir offenbar volle Sonne, oder? Wo ist das Ding hier? Das ist das. Da brauchen wir so einen Gurkenmond. Das ist der hier. Dann haben wir hier das mit mehreren Strichen in die Richtung. Das ist das Ding. Das ist total das gleiche Symbol, oder? Ist das? Das ist total richtig, oder? Okay, und hier brauchen wir... Ach nein, Moment, das ist Vollmond hier, ne? So. Und hier brauchen wir... So. Okay. Was? Okay. Wir fangen erstmal hier an. Moment, aber ich habe dieses Symbol gar nicht. Was? Hilfe! Ach so! Ach Gott, jetzt, ich hab's verstanden. Glaube ich. Oder auch nicht. So, dieses Ding braucht den Mond. Das sieht richtig aus, ne? Ja. Dann braucht... Das haben wir nicht. Das haben wir, okay. Das braucht so eine... Das braucht das Ding. Das sieht logisch aus, ne? Das sind wir. Genau. Das macht Sinn. So, dann haben wir. Ist das das? Ist das nicht das? Nee, das ist eher nicht das, würde ich sagen. Alter, was für eine Grütze, Alter. So, da muss hier eine Sonne hin. Und dann haben wir es.
Fantastisch, zum Gewächshaus. Hoffentlich bauen die da Drogen an. Sonst ertrage ich das nämlich nicht weiter. Ein Schuppen. Natürlich, was, Pflanzentöpfe? Also ich weiß ja nicht, wie bei euch Pflanzentöpfe aussehen, aber das sind keine Pflanzentöpfe. Der Pflanzenkultivator. Mit diesem Gerät beschleunigt man das Wachstum von Pflanzen. Natürlich. Ganz klar. Yay, Blumen pflücken. Das wollte ich heute schon den ganzen Tag machen. Irgendwann muss ich mal wieder einen Livestream machen, wo ich bei jedem schlechten Minispiel einen Schnaps trinke. Dann nach 2 Stunden einfach unterm Tisch liege. Gott, wo sind die Dinger denn? Ich sehe die gerade überhaupt nicht. Da ist eins und, nee, das brauche ich. Bin ich gerade bescheuert? Wo ist denn? Hallo? Ich sehe hier gerade keine... Hast du das gesehen? Einige der Blumen reagieren auf das Licht. Ganz toll. Dann machen wir noch mal ein bisschen Disco-Beleuchtung. Okay. Offenbar ist das nicht richtig. Dich brauchen wir da. Was? Wie soll ich denn in diesem Gerümpelhaufen das Ding hier finden? Okay, also die Pflanzen hätten wir alle. Das würde ich ganz gern. Wo kommt denn jetzt das Licht her? Hier ist auch noch ein Schalter. So, wo ist denn jetzt... Alter. I can't see shit. Ach! Natürlich! Man sieht das Ding auch nur im blauen Licht, ganz klar. Das macht total Sinn. Es ist eine magische Gartenschere, die nur unter blauem Licht zu sehen ist. So, können wir jetzt eigentlich in den Schuppen? Überwucherter Tisch. Wie gut, dass wir gerade diese Gartenschere gefunden haben. Alter, die Animation ist ein Knüller. Die gucke ich mir gleich nochmal an. Alter. Boah, ist die geil. Will ich nochmal sehen. Oh, schade. Ich hätte es mir auch noch ein 4. Mal angeguckt. Okay. Wir haben einen Kristall. Damit haben wir alle Kristalle zusammen. Hip hip hooray. Blumenerde. Lehm. Asche, Ton. Alright, lasst mich raten, ich muss jetzt irgendwie der Reihe nach. Ein guter Wasserspeicher und ideal für sehr durstige Pflanzen. Töpfe voll Erde, alle mit Symbolen markiert. Achso, es sind auch... Okay, ich muss mich um das erste... Nee, Moment. Es sind 3 Säckchen offen. Ist das getrocknetes Torfmoos? Davon benötige ich noch mehr. Nach Geruch und Farbe zu urteilen, war der hier für Schwefel. Ich hoffe, Sie mögen Schwefel. Dieser feine weiße Staub, das ist Koks. Okay, so müssen wir das alles noch irgendwo her einsammeln. Ich setze erstmal die Kristalle wieder irgendwo ein, ne? Das ist ja... Hallo? Alter, die reiten auf diesen Symbolen aber auch rum bis zum Geht nicht mehr. Ziehe die Knöpfe an die richtigen, in die richtige numerische Reihenfolge. Kack in den Traktor. Und was ist, wenn ich das nicht will?
Gott, ist das ein Krampf. So, das ist da richtig, würde ich sagen, ne? Sieht gut aus. So, muss das jetzt nach links oder nach rechts? Ich würde jetzt eher sagen nach links, ne? Und dann muss... Alter. Es macht mich fertig, ne? Dann dahin? Das dahin? Nee, das muss nicht dahin. Ah, Gott. Alter. Gut, dass sich das überhaupt nicht scheiße steuern lässt. Das ist übrigens Keilschrift. Ja, fantastisch. Meinetwegen kann das auch sonst was sein. Aber kann es das bitte woanders sein? Ah, Moment. Drei haben wir da? Oh, wait. Dann muss das ja... Muss das dahin? Muss ich das so senkrecht machen? Klingt logisch, ne? Ich glaube, ich mache hier nämlich gerade totalen Schwachsinn. Aber hä? Wait, what? Ich rall das nicht. Symbol auf Symbol oder wie? Ich glaube... na ja, ich bin ein klein bisschen genervt von diesem Minispiel. Weil ich checke gerade nicht, wie ich es anordnen muss. Warum muss das dahin? Warum? Warum? Was? Ich... Ich check es nicht. Ah, Moment. Wenn das so verbunden ist, dann... ganz im Ernst. Scheiß drauf. Oh, krass. Links haben wir dann unsere Steintafeln zusammen. Funken sprühen, toll. Ha. Ah, das war's jetzt auch, ja? Nein, es gibt noch Bronzeweintrauben, die ich leider nicht mit dem Stock pflücken kann. Bedauerlich. Okay, aber wir haben unsere Steintafeln, damit können wir jetzt das Einhorn bewerfen. So. Ordnen die Kacheln durch Klicken so an, dass keine Zeile oder Spalt... Ah, okay. Ach, das dreht sich so, okay. Ach so, das ist schon farblich fest vorgegeben hier. Okay, dann muss... Okay. Dann halt so. Ne? Gelb, danke. Und dann muss das hier zwangsläufig irgendwann mal grün werden. So, fertig. Haha, der Rest vom Buch und ein Schwertgriff. Ein Schwertgriff. Dann können wir ja jetzt mal die Fauna wieder aufwecken. Die war doch gleich wo? Ne, die war nicht hier. Die war... Wo war die denn?
Jesus. Hier war das. When Dreadmire attacked, I thought I could hatch a cockatrice to combat the basilisk. In the end, I could do no more than hide the egg. Thank you for rescuing me, Your Highness. I see that you seek treatment for your unicorn, and a way past the basilisk. I would be honored to help. Okay. Wie ich sehe, sucht ihr ein Heilmittel für Einhorn und einen Weg, den Basilisk zu besiegen. Ich wäre geehrt, euch helfen zu dürfen. Ja, dann gebt mir doch einfach schon mal einen sinnvollen Tipp. A Basilisk's natural enemy is the cockatrice. I hid a cockatrice egg in the greenhouse nearby. But you'll need this scroll to reveal its hiding place. Please bring the egg to me, while I work out a treatment for your unicorn. Jura's light be with you, Your Highness. Wer ist eigentlich Jura und Juras Licht und irgendwoher kenne ich das? Woher kommt denn eigentlich Juras Licht? Die Faun hat mir eine Schriftrolle mit Heilkräutern gegeben. Moment, was? Okay. Waren wir schon im Gewächshaus? Konnten wir schon in das Gewächshaus? Ja. Was sagt denn der Laden hier? Ich habe die Faunheilerin. Faune sind Verwandte. Ja, hatte ich hier nicht eigentlich. Ziele. Danke. Finde das Ei der Cockatrice. Okay, das Ei muss im Gewächshaus sein. Hoppla! So geht man aber nicht mit Eiern um. Wie unverantwortlich! Entferne die falschen Eier, um das Cockatrice-Ei zu finden. Warme Erdfarben mit blauen Punkten, das perfekte Ei für den modischen Herbst. Grau und rot mit scharfen Zacken. Ey, ganz ehrlich, das ist... Also, mal im Ernst. Das, so im Vergleich zu diesem... Wie schiebe ich die Steine richtig hin? Mit der komischen... Wie ist das Zeug? Runenschrift? Keilschrift hieß es. So, ist das jetzt mal so richtig gar nicht anspruchsvoll? Also so gar nicht. Ich wette, der Fliegenpilz, ja, okay. Dieses Ei sieht eigentlich normal aus. Aber hat sich im Schlamm gewälzt. Fantastisch. Blau und Pink, das wird dann wohl das hier sein. Geometrische Muster. Grün harmoniert eigentlich ganz gut mit dem Gelb. Dieses Muster ist nichts für Leute mit Kopfschmerzen. Jemand, der kein Grün mag. Gelb. So. Demnach ist das hier das Ei, was wir suchen.